Hui! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Maker World Engine. Ich will gerade Super Mario Unimaker sagen. Ich habe so viele Mario Maker Fangames gespielt, dass ich gar keinen Überblick mehr habe, ob Plattform Creator, Super Mario Unimaker, dieses Spiel hier, Mario Maker World Engine, oder, das war das nochmal, Super Mario Quadro Jugadores. Wobei das direkt kein Mario Maker Fangame ist, aber durch diesen Online-Modus, wo man Level hochladen kann, ähnelt es jetzt so ein bisschen Mario Maker, würde ich jetzt an der Stelle sagen. Es basiert eigentlich mehr auf Super Mario Bros. X, also Super Mario Quadro Jugadores, wohl bemerkt. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal so ein bisschen mitgezählt, weil es so ein bisschen, sich daran orientiert, würde ich sagen. Und weil das erstmal vorerst die letzte Folge ist, dachte ich mir, dass ich, mit der Facecam so ein bisschen rumspiele. Ich probiere es jetzt zum ersten Mal aus und mal schauen. Vielleicht werde ich in Zukunft öfter mal Facecam verwenden, aber das wird sich jetzt zeigen. Aber ja, soll dem Ganzen jetzt keinen Abbruch tun. Ich wollte es mal ausprobieren, mal schauen, was ihr davon hält. Haltet, besser gesagt. Seht ihr, ich zeig mein Gesicht und bin schon so nervös, ne? Nein, Quatsch. Ich zeig übrigens mein Gesicht nicht zum ersten Mal hier auf diesem Channel. Also da hab ich ein Let's Play auch gemacht, wo ich mein Gesicht auch dazu zeige. Leider war dieses Let's Play nicht so erfolgreich. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern, aber ist jetzt auch egal. Wir probieren es mal aus, ob das jetzt mit dem Mario-Spielen auch gut funktioniert. Wir spielen auf jeden Fall die letzten Level. Und zwar Speedrun hatten wir in der letzten Folge. Und war nicht so toll. Das war ein richtiges, Spam-Troll-Level. Das ohne Struktur. Einige Level waren der letzte Rotz, muss ich sagen. Ich musste tatsächlich ein paar Level rausschneiden. Das wird vielleicht wahrscheinlich den einen oder anderen aufgefallen sein. Aus dem einfachen Grund, diese Level waren unspielbar. Wirklich, diese Level waren einfach unspielbar, die konntest du einfach nicht schaffen. Und das war ein bisschen frustrierend für mich. Das war wirklich so ein bisschen frustrierend. Deswegen hoffe ich zumindest, dass jetzt diese letzten drei Level nicht enttäuschend sind. Das ist vorerst der letzte Part. Ich sag extra vorerst, weil kann sein, dass vielleicht noch Level kommen, die dann vielleicht ganz gut sind, aber das Spiel selber, ich weiß nicht. Ich habe es bei anderen Channels, also auf anderen Channels gesehen und da ist das Spiel nicht so schnell wie bei mir. Ich habe nachgeschaut und versucht irgendwie irgendwelche Einstellungen zu finden, die dafür sorgen, dass das Spiel jetzt nicht übertrieben schnell läuft. Ich konnte nichts finden. Ich weiß nicht, ob es jetzt an meinem Rechner liegt oder irgendwelche anderen Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber sei es drum. Wir werden auf jeden Fall die letzten drei Level spielen, hoffe ich zumindest. Falls nein, werde ich sie rausschneiden und das Let's Play beenden. Keine Ahnung. Ich werde beim nächsten Mal darauf achten, dass ich jetzt nicht jedes Level einfach so blind spiele, zumindest nicht diese Level. Wenn ihr aber selber mir Level zuschicken wollt und ihr es wirklich ernst meint, dann werde ich sie natürlich blind spielen. Aber bei solchen Leveln, die ich halt online finde, die werde ich in Zukunft nicht mehr blind spielen. Ich will mich selber davon überzeugen, dass die auch wirklich eine gewisse, minimale Qualität haben. Sie müssen ja nicht perfekt sein. Bei Mario Maker sind ja auch nicht alle Level perfekt, aber ja. Deswegen will ich auch nicht jetzt so übertrieben penibel sein. Ich will an das gute Menschen glauben, deswegen testen wir mal aus, ob das hier alles Hand und Fuß hat. Los geht's. Ein Remake von Level 1-4 von Super Mario Bros. 1. Und das war nichts. Aber meine Feuerblume. Eine Feuerblume ist immer gut. Aber es läuft so übertrieben schnell. Das ist das Problem. Ich muss immer zwischendurch bremsen. Also falls ihr die vorherigen Parts verpasst habt, eine kleine Erklärung von meiner Seite. Dieses Spiel, es macht den Eindruck, als ob ihr YouTube in 1,5
oder zweifache Geschwindigkeit euch anschauen würdet. Vielleicht sogar mehr. Was? Wie ist das denn passiert? Ist das überhaupt möglich? Ich glaube nicht, dass das alles passiert. Ich will nicht auf Stampfen! Ich habe nicht auf Stampfen gedrückt! Alter! Also solange es in dieser Geschwindigkeit ist, habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock, es ein weiteres Mal anzufassen. Wenn es ein Update geben sollte, dann kann ich entsprechend das mit normaler Geschwindigkeit spielen. Aber so will ich es nicht spielen. So will ich es nicht spielen. Oh Gott. Ja, man hat ja gesehen von Super Mario Bros. 1, das Castle, Super Mario Bros. U Odono. Keine Ahnung. Aber ich stelle sowieso erstmal wieder auf Mario um, weil es macht sowieso keinen großartigen Sinn, als Luigi zu spielen, wenn man es in den SMBUs, die gar nicht spielen kann. Also, sieht's auch schon viel besser aus. Oh mein Gott. Oh, gut. Yay. Oh my goodness. Ich geh lieber auf Nummer sicher. Komm. Deswegen liebe ich dieses Spiel so sehr. Ey, was hat... Komm. Oh, what the heck is this? Das sind diese Troll-Level. Diese Troll-Level, von denen ich die ganze Zeit rede. Aber ich will es hier diesmal ausprobieren, weil mir gefällt das Level-Design. Das hat man hier von New Super Mario Bros. Wii abgekupfert. Hey, das ist gut. Das ist gut. Wir müssen das nutzen. Wie gut, dass der Checkpoint da ist. Aber ich kann hier nicht mehr durch. Ich kann hier nicht mehr durch. Das kann nicht wahr sein. Oh, Mann. Okay. Hervorragend. Da oben ist ein Trump. Ein Steinblock. Okay. Okay. Das ist die größte Verarsche. Die allergrößte Verarsche. Was ist das? Was ist das? Oh, wir haben gleich das Gas geschafft. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Oh. Ach, das heißt... Scheißtörnchen. What the heck is this? Das schaffe ich nicht. Ah, doch. Dieses Level ist absoluter Schmutz. Okay. Ich bin schon so weit gekommen, ich werde es noch einmal versuchen, aber danach ist Schluss. Oh, ich hab's geschafft!
Ich weiß es. Ich geh wieder da rein. What the f***? Oh, sorry, ich wollte gerade das nicht sagen. Ich wollte das gerade nicht sagen. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Das kann ich vorher nicht wissen. Weil ihr seid noch ein letztes Mal, weil es so viel Spaß macht. Stern! Schnell! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Ich glaub's nicht! Yes! Ice World! Letztes Level! Letztes Level, ich hoffe es... Okay, ein Gimmick-Level. Oh, Trump! Und ein Troll noch dazu. Hey, es spielt keine Rolle. Ich hab's einfach geschafft, okay? Ich hab's jetzt einfach geschafft und ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Deswegen, ja, ich bin an sich ganz zufrieden und ich denke, damit können wir erstmal einen vorläufigen oder vielleicht permanenten Schlussstrich ziehen. Ich weiß es noch nicht. Je nachdem, ob es sich irgendwas an der Geschwindigkeit ändert, würde ich mir sehr wünschen. Und in der Hoffnung, dass es auch bessere Level geben wird. Wir werden sehen. Trotzdem würde ich mich an dieser Stelle freuen, wenn ihr mich mit den Daumen nach oben unterstützen könntet. Diesen Kanal hier abonniert und nicht vergessen, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr auch keinen weiteren Part von Super Mario... Wobei... Ich spiele gar nicht mehr. Oder dass ihr grundsätzlich kein Let's Play oder grundsätzlich kein neues Video auf diesem Channel verpasst. Danke fürs Zuschauen, weiß ich wirklich sehr zu schätzen, dass ihr euch diese Zeit dafür nimmt. Und ja, ich wünsche euch was Schönes. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder, beziehungsweise beim nächsten Video wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.